Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ja, wir sind jetzt hier kurz vor Ranoch und wir haben die erste Mission, die wir angehen, ist den Admiral retten. Aber vorher natürlich nochmal eine kleine Information zu Ranoch. Obwohl seine orangefarbene Sonne nur etwa 90% der Masse von Sol und die Hälfte ihrer Lichtstärke hat, ist Ranoch nach Erdmaßstäben ein trockener Planet, weil er näher an seinem Stern entstanden ist. Und etwas weniger Meeresfläche hat. Das photosynthetische Leben konzentriert sich auf Flüsse und Ozeane, während dazwischen große Wüsten leben. Die Bedeutung von Pflanzenleben und Schatten in der alten aquarianischen Kultur wird in der Übersetzung des Wortes Ranach deutlich. Ummauerter Garten. Für die Sensoren eines Raumschiffes sind das offensichtlichste Merkmal der aquarianischen Heimatwelt die zahlreichen Wärmequellen im Orbit. Tausende von Raumschiffen der GEF beobachten den Planeten. Irgendwo in diesem Schwarm von künstlicher Konstruktion lauert die GEF-Armada und wartet auf ihre Gelegenheit zum Gegenangriff. Gut, aber bevor wir da das GEF-Server abschalten, gehen wir hier erstmal die Rettungskapsel vom Admiral suchen, weil wenn wir den Admiral gerettet haben, kommt vielleicht wieder ein bisschen Sinn und Verstand in den Rat der Admirals. So, und wen nehmen wir heute mit? Wir nehmen auf alle Fälle Tali mit. Und diesmal nehmen wir Lirara. Annehmen. Das war übrigens immer so meine Standardkonfiguration in Mass Effect 1. Ich war da immer der Soldat. Und die eine ist halt die absolute Tech-Profi und die andere die absolute Psi-Profi oder Bionic-Profi. Bionic-Profi. Ja, egal. Okay, dann nehme ich nichts Neues. Gut. Bestätigen. Okay, wir haben wieder 6 Punkte. Dann würde ich sagen... Schmettern. Okay, welche nehme ich? Erhöhte Kraft. Wirkungsradius. 2 Meter. Zurück. Und... die hat auch, die kann man automatisch aufstufen. Und hier. Gut. Bestätigen. Und auf in den Kampf. Beziehungsweise in die Rettungsmission. Wir wollen ja die Rettungskapsel, nicht die Rettungskrapfen, sondern die Rettungskapsel des Admirals finden. Ich kann auch nicht mal sprechen. Ich habe bitte Sprachfehler. Es ist zum Scheiße. Und Wörter fallen mir auch ganz schwer heute. Dafür dauert das Landen hier umso länger. Ah, es geht los. Commander Shepard hier, Admiral Zan. Haben Sie Salkoris Rettungskapsel erreicht? Noch nicht. Wie ist Ihr Status? Die Zivilflotte hat schwere Verluste erlitten, seit Salkoris sein Schiff geopfert hat, um eine Gaskanone zu zerstören. Die Suche nach Ihrem Admiral ist das Einzige, was unter den Captains eine Panik verhindert. Warum ist Corias so wichtig? Warum ist die Suche nach dem Admiral so wichtig? Er war gegen die Invasion, aber er hat beim Schutz unserer Schiffe Großes geleistet. Ohne ihn werden einige unserer Nicht-Kombatanten die Flottille verlassen. Die Konsequenzen können Sie sich denken. Tja, ich kann es Ihnen nicht verdenken. Sie wollten den Krieg nicht und haben Ihren Anführer verloren. Das ist irrelevant. Wir sind fest entschlossen. Sogar Salkoris hat die Bedeutung der Zivilflotte begriffen. Denn ohne Nachschubkette kommt die Invasion zum Stillstand. Dann schützen Sie am besten mal Ihre Zivilisten. Ich tue, was ich kann. Beschützen Sie Ihre Zivilisten. Ich kann nichts versprechen. Meine eigenen Schiffe müssen für Ranoch koordiniert werden. Ich empfange nur Rauschen. Salkoris ist wohl in Reichweite eines Störturms abgestürzt. Schalten Sie ihn aus, um Kontakt herstellen zu können. Seien Sie vorsichtig. Die Geth haben vielleicht am Turm Sicherheitsmaßnahmen. Zan? Admiral Zan! Ah, wir fliegen gerade durch den Tunnel. Hoffentlich ist Admiral Corus bei der Rettungskapsel geblieben. Das werden wir bald wissen. Bringen Sie uns zum Turm. Das Teil sieht nicht besonders gut aus. Wir werden beschossen. Ach nee. Die Geth haben neben dem Störturm Flugabwehrgeschütze installiert. Wir deaktivieren sie zu Fuß. Sind die Geschütze weg, schalten sie den Turm aus.
Jawohl, Commander. Ich setze Sie hier ab. Gut, Volk war jahrhundertelang im Exil. Hier zu stehen, im Land meiner Vorfahren. Ja, ich weiß, es ist atemberaubend. Aber wenn ich mir hier diesen Ödlandbrocken da angucke, wollt ihr den Planeten wirklich wieder haben? Wir nähern uns dem Störturm. Hoffentlich ist der Admiral unverletzt. Es gibt hier schon so viele Geth. Säuberungsteams. Die Geth konnten mit Überlebenden noch nie etwas anfangen. Gut, mal gucken, ob ich mich an den... Nicht brüllen! Ups, ich sollte vielleicht wieder heilen. Was bei denen praktisch ist, bei diesen Flammenwerfern-Typen, die haben so einen Tank drauf und wenn man auf den schießt, können sie explodieren. Oder zumindest brennen. Allerdings muss man dafür natürlich auf den richtigen Winkel kommen. Und eigentlich wollte ich mich an die ranschleichen. Oh, ein Javelin. Nee. Ich bin okay. Achten Sie auf weitere Minen. Da unten patrouillieren Geth. Ich hätte vielleicht doch das Javelin mitnehmen sollen. Also in allen anderen Missionen habe ich sonst immer den Scharfschützen gespielt und konnte dadurch... Wo habe ich denn Schmettern? Da habe ich Schmettern. Kann ich schon wieder schmettern? Nee, Schmettern ist noch deaktiviert. Gehst du in Deckung, verdammt nochmal. Jetzt aber. Wir nehmen hier wieder Feuerschild. Jetzt aber. So. Schön. Ach, ich habe schon wieder eine Mine gefunden. Wo geht's weiter? Garantiert trabe ich gleich wieder auf eine Mine. Oh, verdammt. Okay, der hat kein Schild, dann kann man den hier erstmal... Hä? So. Und wieder schmettern. Schmettern macht Spaß. Schmettern funktioniert nur, weil ich keine Anomalie habe. Die Flugabwehrgeschütze. Nehmt die Schilder von den... So, und jetzt. Ach, verdammt.
Den schicken wir auch wieder ins Nirvana. Und dich hier auch. Nein. Die dann halt nicht. So, und wir haben hier wieder Geft-Technologie, die wir bergen können. Wir können es bestimmt deaktivieren. Einer von uns muss die Flakgeschütze ausschalten. Ich sag Tali. Da geht's vielleicht schneller, weil die mich da nicht auskennt. Ist ihr Job. Kein Problem. Wobei, die hat nur drei Finger, mit denen sie hacken kann. Geth aus dem Orbit! Eine Geth Spitfire! Ja! Das Teil gefällt mir. So. Ich sehe dich, komm. Das Flugabwehrgeschütz ist offline. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um die beiden am Turm. So, 45 Schuss nur noch. Das ist nicht allzu viel. Aber für ein oder zwei Geth reicht das noch. Ah, da Mine. Diesmal habe ich es rechtzeitig entdeckt. Da drüben liegt was. Mal gucken, ob wir damit was anfangen können. Ah, ein Schrotflinten. Geth-Einzelteile nochmal. Mit dem können wir reden. Sie haben meine Nachricht empfangen, aber ein Notsignal gesendet. Es gibt keinen Funk. Sind Sie Soldat? Wartungspersonal. Dawn Hutst. Ich säubere Maschinenteile. Was machen Sie hier? Hier wimmelt es von Geth. Sie hätten sich verstecken sollen. Ich dachte, ich könnte kämpfen und den anderen Zivilisten etwas Zeit verschaffen. Es waren so viele. Ich hatte vorher nie eine Waffe benutzt. Stillhalten. Nicht bewegen. Wir haben Medigel. Ich habe zu viel Blut verloren. Suchen Sie den Admiral. Wenn Sie den Störturm zerstören, können Sie ihn anfunken. Wir finden ihn, Dawn. Versprochen. Bitte, hören Sie mir zu. Die Zivilflotte will diesen Krieg nicht. Wenn es eine Chance gibt, dass Admiral Corris uns lebend hier rausbringt. Und sagen Sie meinem Sohn, sagen Sie Jona, dass sein Vater es auf die Heimatwelt geschafft hat. Das werden wir. Ruhen Sie sanft, Dawn Hutst, was Runoch. Auf zu diesem Turm. So, können wir hier noch was aufsammeln?
dachte, vielleicht können wir diese wunderbare Pistole nehmen. Ist aber nicht so. Und hier haben wir nochmal ein MP-Magazin-Upgrade. So. Jetzt würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause. Und im nächsten Video werden wir uns dann hier diesem Turm nähern. Mit Turm haben sie es hier im Mass Effect 3 auch ein bisschen. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt.